So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Pupsi war letztens einkaufen, da hat sie das hier entdeckt. Zwei Tüten Chips von Robs. Wir haben irgendwann schon mal die Robs Chips probiert, diese dünnen, ganz blattpapprig dünnen Kartoffelchips. Die fand ich, glaube ich, nicht so gut. Ich würde die nicht nochmal kaufen, war gar nicht meins. Ich bin eher so der Thai Sensations, Thai Sweet Chili Typ. Robs Chips sind bekannt, jeder mag die, ich mag sie nicht. Jetzt hat Pupsi aber entdeckt, es gibt was ganz Besonderes, was ganz anderes. Und zwar diese Tüten hier. Und das sind keine Chips, das sieht aus wie Erdnussflips, heißt aber Crunchy Puffs. Bigger, better, crunchy. Und die gibt's super crunchy, extra würzig, ein Mais-Snack mit Honey-and-Cheese-Geschmack, also Honig und Käse. Gleichzeitig auch auf dieser Seite hier Spicy-Paprika-Geschmack. Wir haben also Honig, Käse und wir haben Spicy-Paprika. Und guckt euch mal an, wie lustig das aussieht hier, dieser Mais. Und hier unten dann der fertige Flip. Wie genial sieht das denn aus? Das sieht schon wieder süß aus. Das finde ich auch ansprechend vom Design her, diese Packungen. Deswegen habe ich gedacht, okay, Pupsi hat es entdeckt, wir nehmen es mal mit und wir testen es einfach mal. Robs Crunchy Puffs, Bigger Better Crunchy. Wir fangen natürlich an mit der Käse-Variante. Käse und Honig, Mais-Snack. Super crunchy, super soft, super lecker. Machen das auf. Riechen hier rein. Es riecht total muffig und total süß. Ist jetzt schon wieder ein extrem unangenehmer Geruch. Sieht aber aus wie die Carolina Reaper Curls. Wir machen jetzt mal ein paar hier auf den Teller. Damit ihr mal seht, wie die aussehen, wenn die auf dem Teller liegen. Also das sind die Puffs. Aus Puffreis, Puffmais, wie auch immer, mit Honig, mit Käse. Wir probieren mal eins. Ja, deine leichte Käsenote ist nicht so übertrieben käsig, wie wenn ihr jetzt Käsebällchen habt. Und gleichzeitig wirkt es ein bisschen cremig, sahnig, als wäre es eine Käsecreme. Was eben wie süße Sahne wirkt und einfach der Honig sein soll. Könnt ihr mir vorstellen, wenn ihr das in eine Schüssel macht und Milch drüber, dann könnt ihr das als Frühstücksflocken essen. Eins ist okay, ist interessant. Ich habe aber den Eindruck, wenn ihr jetzt so eine ganze Tüte davon esst, euch wird dieser extrem süßliche Geschmack von dem Honig so an die Nieren gehen, dass das einfach zu viel ist. Man isst natürlich auch keine ganze Tüte, man isst mal eins oder zwei und so, aber ist interessant, schmeckt ganz gut, aber mehrere davon würde ich jetzt schon wieder abartig finden, wo ich mir denke, boah, was ist das und dieses Süße, das stört die ganze Zeit. Experimentierfreudige, okay, aber so. So, Teller ist leer, das heißt, wir holen jetzt mal die andere Packung. Bigger, better, crunchy. Wie werden eigentlich Robs Crunchy Puffs gemacht? Für die Crunchy Puffs werden Maiskörner zu Maisgrieß verarbeitet, welcher mit Wasser zu einem Teig vermengt wird. Der Teig wird in einer Maschine einem hohen Druck ausgesetzt. Die Hitze, die dabei entsteht, lässt das Wasser im Teig verdampfen. Hier passiert die Magie. Der Teig pufft zu einem extra langen, knusprig, luftigen Maispuff auf. Zu guter Letzt werden die Crunchy Puffs für den unwiderstehlichen Geschmack mit unserer geheimen Gewürzmischung umhüllt. Jetzt sind die Puffs fertig und bereit für die Tüte. Have a nice snack, Robs. Und bin mal gespannt, ob dieser Spicy Paprika Geschmack mich überzeugen wird. Denn von der Art her, die Konsistenz ist ja gut, die Konsistenz ist wunderbar, die sind super soft, die sind super weich, aber eben auch crunchy. Aber das Süßliche ist mir zu speziell. Jetzt riechen wir hier rein und das riecht schon wieder richtig heftig, richtig brutal. Ein,
eine schwarze Erdnusslocke mit richtig dunklen Flecken. Also schwarz, eine rötliche mit richtig dunkelroten Flecken drauf. Und das sehen wir hier auch nochmal. Im Vergleich zu den anderen sind die richtig brachial, richtig kräftig, auch fürs Auge. Und schmeckt nicht einfach nur nach Paprika, sondern schmeckt wirklich scharf. Und das heißt, das ist genial. Das als Snack so zu essen, würde ich empfehlen. Ist auf jeden Fall besser als dieses süßliche. Kommt zwar nicht an die Carolina Reaper Curls ran, ist aber eine Alternative, denn die sind bestimmt auch günstiger und eben auch nicht zu scharf, gehen aber in eine schöne würzige Richtung, so zum Snacken nebenbei für einen Film, diesen schönen, weichen, gemütlichen Snack. Finde ich gut. Und da kann ich mir die Tüte ruhigen Gewissens gönnen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gesehen? Hab beim Kaufland gefunden, wieder mal. Rops Crunchy Puffs. Wenn ihr die kennt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn nicht, vielleicht seht ihr die, probiert die mal und gebt mir dann Feedback. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.